herzlich willkommen. Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich möchte mit euch heute eine Teebeutelverpackung basteln. Und zwar sieht die so aus. Hier ist einfach ein Teebeutel drin. Und ich habe sie in zwei verschiedenen Farben gemacht. Einmal in Merlot-Rot und einmal in Sahara-Sand. Und wie man die bastelt, das zeige ich euch jetzt. Vielleicht kennt der ein oder andere diese kleinen Teebeutel schon von euch, denn das waren meine Katalog-Goodies zu dem Herbst-Winter-Katalog. Hat jeder meiner Katalogbesteller noch so ein kleines Teebeutelchen dazu bekommen in dieser süßen Verpackung. Und ja, da wollte ich natürlich mit neuen Produkten aus dem Katalog arbeiten und mit irgendwas machen, was vielleicht schon ein bisschen zu Herbst-Winter passt. Ich zeige euch jetzt auch mal schnell. Hier sind sie noch alle drin. Natürlich ist da noch keine Füllung, aber ich habe da schon einige vorbereitet und die werde ich zum Katalog mit verschicken. Die Produkte, die ich dazu benutze, sind einmal das Stempelset Eisblüten. Das finde ich wunderschön. Und da habe ich diese Blüte aufgestempelt, den Zweig in den Hintergrund und diese Blüte. Und dazu noch den Spruch Alles Liebe und Gute. Dazu passen die Framelits Winterbouquet. Und das Besondere ist auch, dass diese beiden Blüten hier doppelt zum Ausstanzen sind. Das ist natürlich perfekt, gerade wenn man so viele machen muss. Dann kann man gleich zwei auf einmal kurbeln. Also bei 40 Stück ungefähr muss man halt dann nur 20 Mal kurbeln. Genau. Und mit dem habe ich gearbeitet. Dann habe ich noch die Stanze Zierzweig verwendet. Das ist auch eine ganz neue Stanze aus dem neuen Katalog. Und ich benutze noch die Stanze, die ist aus dem Hauptkatalog. Die ist in dieser Stanzbox da. Exquisite Etiketten heißt die, glaube ich. Genau. Okay, dann legen wir jetzt mal los. Und zwar habe ich ein Papier in Merlot-Rot und habe mir das zugeschnitten auf 20 cm in der Breite und in der Länge habe ich es mir zugeschnitten auf 9,8 cm. Dann bekommt ihr nämlich drei Stück, drei Verpackungen aus einem Papier raus. Und das Ganze falze ich mir jetzt gleich und zwar lege ich das mit der langen Seite nach oben an und falze mir das einmal bei 3,5 cm. Bei 4,5 cm, also hier bei 4,5 anlegen und bei 5,5 cm. Dann schiebe ich es weiter auf 12 cm, falze mir das, dann bei 13 cm und bei 14 cm. Und dann lege ich mir noch die kurze Seite nach oben und falze mir das Ganze noch einmal bei 8,5 cm. Und dann sieht unser Papier so aus. Wir haben also jetzt hier drei Falzlinien und hier drei Falzlinien und in diesem Zwischenbereich schneiden wir uns hier unten eine Klebelasche. Und zwar schneide ich mir die hier einmal so schräg ein und schneide mir dann diese ganze Falz, die wir da gezogen haben, weg. Bis auf meine Klebelasche. Und dann können wir jetzt schon mal stempeln. Ich benutze jetzt die Stempel- und Perforiermatte, lege mir die unten rein. Die Stempelfarbe ist Merlot-Rot und ich benutze jetzt diesen Zweig aus dem Stempelset. Den mache ich mir auf diesen großen Bereich in den Hintergrund sozusagen. Und dann würde ich jetzt gleich an dieser Stelle noch auf Flüsterweiß stempeln. In Blütenrosa die kleine Blüte. Und in Merlot-Rot diese andere Blütenform und den Spruch Alles Liebe und Gute. Da benutze ich jetzt einfach die Stands-on-Tinte oder irgendeine andere schwarze Tinte, je nachdem, was ihr halt da habt. Dann nehme ich mir noch meine Zweigstanze und meine Silberfolie und stanze mir noch einen Zweig aus. Und ich nehme auch gleich diese Etikettstanze und stanze mir noch mein Etikett aus. So. Dann haben wir schon einen großen Teil von den Einzelteilen. Und diese beiden Teile stanze ich mir jetzt mit der Big Shot aus. Die Formen habe ich euch ja gerade gezeigt. Ich habe allerdings noch welche übrig von meiner ganzen Bastelaktion für diese Produkte. Deswegen sind die jetzt schon vorbereitet. Also ich habe hier schon eins ausgestanzt. Und hoppala. Und hier habe ich auch schon ein Teil ausgestanzt. So, und jetzt falte ich meine Box. Also wir haben jetzt alle Einzelteile ausgestanzt und hergerichtet. Und jetzt falte ich mir meine Teebeutelverpackung nach. Und zwar
die erste Falz nach innen, dann nach außen und wieder nach innen. Und zwar auf beiden Seiten. Das heißt, die erste wieder rein, wieder zurück und wieder nach innen falzen. Und dann kriege ich mir auch gleich hier unten meine Klebefalz nochmal gescheit nach. Dann seht ihr schon, wie das aussieht. Und so kann ich mir das Ganze jetzt mit dem Abreißklebeband festkleben. Und zwar einmal auf meine größere Fläche. Mache ich mir hier einen Streifen Abreißklebeband. Den ziehe ich mir auch gleich ab. Also wir haben hier zwei verschiedene. Eins ist ein bisschen kleiner und wir nehmen jetzt das größere, da kleben wir jetzt einfach drauf. Und dann, dann Vorsicht, aufpassen, diese kleine Falz hier, diese, die wir jetzt so zu einer Ziehharmonika gefalzt haben, unten reinlegen, dieses geklebte drüber und dann die Verpackung verschließen. Und dann können wir uns hier noch einen Klebestreifen aufbringen auf unsere Klebelasche und können das nochmal komplett verschließen. Ja, wenn es dann weg will. So, also unsere Teebeutelverpackung ist prinzipiell schon fertig und wir machen noch die Deko drauf. Und dafür habe ich mir jetzt einfach mit dem Snail hier oben und hier unten auf mein Etikett so einen kleinen Klebestreifen gemacht. Und dann kann ich mir hier meine ausgestanzten Teile schon mal anbringen. Und zwar einmal diesen Zweig und einmal die Blüte. Und dann kommt einfach hinten drauf noch ein Dimensional. Und wenn ich das jetzt umdrehe, sieht das Ganze so aus und passt schon von der Konstellation sozusagen ganz gut. Und dann kann ich mir einfach noch hier oben auf den oberen Teil von meiner kleinen Blüte noch so einen Kleber machen. Und die setze ich mir jetzt noch hier unten so drauf. Wer möchte, kann das Ganze dann jetzt noch mit Perlen oder so verzieren. Habe ich hier gemacht. Oder man lässt es einfach so. Und wem diese Variante der Farbe besser gefällt, der kann das natürlich so machen. Also total einfach und schnell gemacht. Aber ich finde, es ist richtig schön, es macht was her. Es ist schon ein bisschen herbstlich. Der Teebeutel passt super rein. Und so kann es jetzt auf Reisen gehen für meine Kunden, die einen Katalog bestellt haben. Also falls ihr den Herbst-Winter-Katalog noch bestellen wollt, könnt ihr mir einfach eine E-Mail schreiben an babsisbastelwerkstatt@gmail.com. Dann schicke ich euch den gerne zu. Und wenn ihr Glück habt, bekommt ihr auch noch so eine Verpackung dazu. Aber wie gesagt, die gibt es nur, solange der Vorrat reicht. Jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Ist natürlich auch ein nettes Geschenk, wenn man zum Kaffee oder Kuchen irgendwo, zum Tee irgendwo eingeladen ist, kann man das natürlich auch wunderschön mitbringen. Und ja, ich glaube, da freut man sich einfach drüber. Ist einfach ein nettes, kleines Goodie. Man könnte oben auch noch so eine Klammer hinmachen oder so, ja, wie man gerade möchte. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Dankeschön fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt. Und wenn es euch richtig gut gefallen hat und ihr gerne mehr von meinen Videos sehen wollt, dann abonniert einfach meinen Kanal und dann werdet ihr immer kostenlos informiert, wenn ihr diese Glocke aktiviert, wenn ich ein neues Video hochlade. Viel Spaß beim Nachbasteln und bis zum nächsten Mal. Tschüss!